Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 Agrar GmbH hier auf der nordfriesischen Marsch. Ja, wir sind fleißig am Walzen. Müssen gleich allerdings wahrscheinlich mit der Walze eben eine kleine Pause einlegen, weil die Kollegen, der Kollege ist noch nicht ganz so weit. Und sind beide Kollegen. Der eine hat sein Vorgewende noch nicht fertig und der andere, der muss ein paar Bahnen noch ziehen. Zum Glück muss der kleine MF nicht mehr ganz so viel. Das ist zumindest schon mal das Gute. Aber trotz alledem es fehlt halt noch was. Eine Runde muss er hier noch fahren, damit das passt. Also von daher müssen wir uns dann noch ein bisschen gedulden. Aber zum Glück ist es jetzt nicht mehr ganz so lange. Ich denke mal, umgerechnet 2 Folgen, vielleicht so ungefähr, wird er noch brauchen. Aber dann müsste der, glaube ich, auch so langsam fertig sein. Gucken. Ich glaube, ich weiß momentan ein Stück von dem, wo er aktuell noch gar nicht gewesen ist. Das ist natürlich etwas unschön. Aber werden wir gleich sehen, wenn er wiederkommt. Kommt er auch schon wieder? Ja, auf alle Fälle. Habe den jetzt zu viel eigentlich weg. Einmal lang gewalzt. Gut, dann ist halt vielleicht da im Feld ein kleiner Streifen als wurde nicht gewalzt irgendwie markiert. Ich glaube, ganz so dramatisch ist das jetzt dann auch nicht. Aber dann können wir vielleicht hier die Walze dann eben abhängen. Am Bahnende und eben ein paar Ballen wegfahren. Das dann, so habe ich mir jetzt vielleicht so gerade so spontan überlegt, dachte, die 10 wird am kommenden Tag da hinten noch die letzten Ballen pressen. Mit dem hier werden wir wahrscheinlich die Ballen wegfahren. Alle Richtung Hof. Und der 6R bereitet da hinten dann Feld 9 vor. Und was wir mit dem kleinen MF machen, da kann man vielleicht nochmal gucken. Was der dann so treibt. So spontan hab ich leider nichts. So, mal eben kurz gucken. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ja, der hat hier hinten eine Endstation, also da muss nochmal geguckt werden. Da
dass er dann am Ende nach seiner letzten Runde vorgewende. Da am richtigen Ende der Bahn loslegt. Ja, schnappen wir uns mal eben. Sammeln wir mal die paar Ballen eben ein. Beziehungsweise an sich können wir eigentlich auch ein paar Ballen mehr dann einsammeln. Das ist zwar nicht weit, was wir. Ja, wo, wie wir die da transportieren, aber auch wenn es wirklich nur 10, 20 Meter sind, die wir da mit dem Ballensammelwagen aufladen und abladen. Hauptsache, das Vorgewende wird frei und das Feld einigermaßen befahrbar, also von daher. Ich glaube sogar, dass wir noch nicht einmal hier ganz, ganz voll kriegen, den Ballensammelwagen. Aber ist eigentlich kein Problem. Das sollte uns eigentlich nicht stören. Mal gucken, wie sieht das denn mit dem Ansehen aus? Da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Also, der muss auf jeden Fall noch eine Runde Vorgewende. So viel steht eigentlich schon mal fest. Ich glaube, das kann man hier auf der Karte erkennen. Ja, stellenweise muss er noch ein kleines Stück. Vorne ist auf seiner vierten Runde oder gerade auf seiner vierten Runde anfahren will, dann können wir den Flame Aim kurz übernehmen und ihm seine Alternativroute geben, dass er damit auch ja richtig fährt. In der Realität wäre der Ball hinüber, aber zum Glück ist das hier der LS. Also viele Ballen sind es hier nicht. Das sind gerade mal 14 Ballen. Ah, nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Wenn wir die irgendwo rechts quasi direkt neben dem Feld dann ablegen, dann lagern wir die hier erstmal ein bis zum Winter. Dann werden die zum Winter verkauft, weil dann hat sie da den höchsten Gewinn im Bestfalle. Also von daher stapeln wir die mal einigermaßen gerade hier vielleicht ab. Betonung liegt wahrscheinlich auf einigermaßen. So, und da fahren wir mal zu Feld 9 und fangen schon mal an. Wenn ich es auch mal so betrachte, je eher wir hier die Ballen von Feld 9 abtransportiert haben, umso eher kann man am darauffolgenden Tag anfangen mit den mit einer Düngermission, dass wir entsprechend auch ein bisschen Geld in die Tasche kriegen. Jetzt ist er schon hier auf seiner. Warte, hier können wir den eigentlich auch schon übernehmen. Und ihm eben sagen,
Job erstellen. Gegen den Uhrzeigersinn. Beziehungsweise, Field Position geben wir ihm den hier. So. Muss ich jetzt eigentlich nur noch hier vorne einmal lang. Und dann hat er das hinter sich. Ich war ja hier zwar schon, aber ich würde sagen, dass er schon so ungefähr seine Richtigkeit am Ende hat. Mal ein, zwei Fuhren fahren wir einfach mal eben ab und dann können wir erstmal wieder weiter walzen. So, ja, ist jetzt eine Sache, wie wollen wir den dann später hier fahren lassen? Erst baden oder erst Vorgewende? Nein, an sich ist es ja ziemlich egal. Ich denke mal, wenn, dann glaube ich erst Vorgewende. Ja, wobei das Vorgewende, das müssen wir eigentlich eh erst freigeräumt haben. Von daher können wir, glaube ich, das damit am besten anfangen. Dafür meinen, wir haben ja auch noch eine Netzrolle-Palette, die müssen wir eventuell dann auch nochmal aufholen. Aber alles zu seiner Zeit. Und dann ist sowieso nichts wichtiger als da hinten das Feld. Glaube ich, eigentlich auch recht flott sogar hinkriegen. Also ich überlege, dass hier knapp 100 Ballen liegen. Also das ist schon eigentlich wirklich unglaublich, was hier an Ballen liegt. Wie viel uns dieses eine Feld gebracht hat. Vor allem im Winter, das wären so 100.000 Euro mal eben locker werden. Darf man, glaube ich, nicht aus den Augen lassen. Fahren wir das Ganze einmal eben zum Hof. Da kann ich es jetzt gerade ganz schlecht erkennen, wie sich die anstellen.
aber sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Ich glaube, da kann man eigentlich recht zufrieden sein mit. Aber ich sage damit auch an dieser Stelle, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.